Hallo, ja, Gerti. Hallo, Christine. Mir geht's ja schon voll gut bei dir. Und ich sehe, du hast ja schon einiges vorbereitet. Was gibt's denn heute bei dir? Ja, heute gibt's ein Tiroler Geröstel. Da habe ich schon die Zwiebel angeröstet und gebratenen Speck und Fleisch, Kartoffeln, Schnittlauch, Fett, Butter, Eier, Kümmel und Salz. Mehr brauchen wir nicht. Tiroler Geröstel, das ist ein Essensresteverwerter. Kann ja alles rein, ja, was kann im alles rein. Ist. Ja, genau. Fleisch, Speck. Du kannst auch, wenn kein Speck hast, Pilze nehmen dazu. Kannst die anbraten und dazu die Kartoffel geben. Wie lange dauert? 5 Minuten. Gut. Was ist denn der erste Schritt? Jetzt müssen wir schauen, damit wir Feuer kriegen, damit die Pfannen auch schön warm werden. Zwiebel habe ich schon vorher angebraten. Ja. Die kommen zu jetzt, den Speck dazu. Ja, jetzt tun wir den Speck hinein in die Pfanne noch. Ah, oh, das riecht so lecker. Ja. Also wenn es nur halb so gut schmeckt, dann ist es ein sehr gutes Rezept. Ja. Was darf ich dir als nächstes geben? Gib's mir die Kartoffeln bitte. Kartoffeln. Salz. Ein bisschen Fett noch. Ist das besonderes Fett? Ja, von ausgelassenem Speck. Ah, okay. Ja, und dann ist das ganz würzig, weil da ja vom Speck auch schon das Gewürzte drin ist. So. Bisschen Kümmel. Der Kümmel. Ja. Das war's jetzt schon? Ja, ein bisschen Schnittlauch noch. Bisschen und dann noch Eier und dann haben wir fertig. Eier von glücklichen Hühnern. Wie richtest du das an? Stellst du die Pfanne auf den Tisch und die nimmt sich oder gießt man die Eier können über auch, die Größe? Können wir auch extra hinstellen oder drüber gießen. Jetzt geht's ans Essen. Komm, Christine. Dankeschön. So. So, jetzt noch ein Ei darauf. Das ist es also, das Tiroler Geröstel. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter dem Video als Link. Und was super dazu passt, ein Glas frische Kuhmilch.